Herr Willem, im ersten Gespräch ging es vor allen Dingen um den Wüstenraum beziehungsweise um den Dialog zwischen den Kulturen im Werk von Heinz Mack, das ja sehr angelehnt ist an die Landschaften des Maghreb und der Arabischen Halbinsel. Im zweiten Teil möchte ich jetzt gerne nochmal ganz konkret auch auf Werke nochmal in der Ausstellung zu dem Themenkomplex der Wüste, der Sahara und auch den Materialien zu sprechen kommen. Seit den 1950er Jahren steht die Wüste wirklich im Zentrum seines Schaffens bis heute auch. Und was hat Ihrer Meinung nach Heinz Mack so an der Wüste, an der Sahara fasziniert? Na, zunächst glaube ich, erst einmal wollte er die Ketten sprengen, die ihm durch diese bornierte Kunstakademie Düsseldorf, wo er zwar Lehrer hatte, also Mataré zum Beispiel, die von den Nazis ja verboten oder verdrängt worden waren, rausgeschmissen worden waren, die er dann wieder unterrichteten. Aber er hat zum Beispiel erzählt, dass Impressionismus oder französische Kunst kennenzulernen, ist in dieser Akademie etwa 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1954, 55, genau 4 Bücher gab. Und ansonsten hatte er keine Chance, sozusagen über die Grenzen dessen, was eben gerade State of the Art war, hinaus etwas kennenzulernen. Das hat ihn, glaube ich, unglaublich eingeengt. Und so sagte er, das kann doch nicht das sein, was die Weltkunst nach diesem Horror des Zweiten Weltkrieges ausmacht. Und deshalb wollte er wohl unbedingt raus. Also er wollte ja auch, und das hat er ja mit Otto Piene gemeinsam dann auch später getan, die wollten ja auch eben diese Einengung der Galerien, der Museen sprengen. Ja, wenn man so will, wollte er die Räume sprengen. Und wenn man Räume sprengen will, wo geht man dann am besten hin? Da, wo es sozusagen keinen Raum im engeren Sinne gibt, nämlich in die Wüste, die ja Unendlichkeit sozusagen in Permanenz signalisiert oder einen als kleinen Menschen jedenfalls so empfinden lässt, dass er dies so in so frühem Stadium, 50er Jahren dann auch sehr konsequent getan hat, ist großartig. Aber das trifft sich, glaube ich, mit den Intentionen, um da nochmal auf seinen Partner Otto Piene zu sprechen zu kommen, der ja auch ähnlich dachte, aber nur nicht in die Wüste gegangen ist wie Heinz Mack, sondern den Himmel, die Sky Events im Laufe der 50er, 60er, 70er Jahre dann für sich erkoren hat. Also das ist offensichtlich aus dieser Enge damals bei ihm entwickelt worden. Übrigens, beide Künstler haben abgeschlossene Philosophiestudien und sind von daher, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, und sind von daher wahrscheinlich auch schon mit Offenheit und vertraut gewesen und Neugier auf das, was eben außerhalb dessen, was der Düsseldorfer Raum so zu bieten hatte, sind sie groß geworden und sie haben das konsequent implementiert. Ja, diese großen Sandmeere, die sind ja in ihrer Ästhetik und beeindruckenden Ausdehnung wirklich einmalig. Und auch für Heinz Mack stellen sie bis heute einen wichtigen Impulsgeber in künstlerischer Hinsicht dar. Hier sehen wir ein Bild aus der Ausstellung, Sandbild mit Silberrotation, in dem Heinz Mack also einen mineralischen Sandstoff, den Sand, wirklich als wie eine farbige Fläche eingesetzt hat, als ein Werkstoff, der ja zentral bleiben wird, auch in seinen späteren Arbeiten. Darauf hat er eine silberne Scheibe gesetzt. Auch da schon das Bewegungsmoment, also hin zur kinetischen, bewegten Kunst, ist da schon ablesbar. Und warum hat er Sand als Werkstoff entdeckt? Ja, das ist, glaube ich, naheliegend. Denn die Wüste signalisiert ja zweierlei. Sie signalisiert, wenn man dort als kleiner Mensch steht, einerseits eine Beständigkeit, eine Großartigkeit. Und doch ist es ja so, dass sich nirgendwo auf der Welt, vielleicht nur noch im Wasser selbst, aber was Landmasse angeht, stetige Veränderung deutlich macht wie in der Wüste. Es bleibt ja nie im Wortsinne ein Sandkorn auch nur eine Sekunde auf dem anderen, weil die Wüste eben nicht nur durch Sonne, Hitze und Sand, sondern vor allen Dingen eben auch durch Wind
geprägt wird. Das macht man sich erst deutlich, wenn man einmal da, dort war. Sonst ist das schwer nachzuempfinden. Nämlich das Gegenteil wird einem ständig sozusagen suggeriert, nämlich durch Größe und Einförmigkeit glaubt man sozusagen, dass man in einem ruhigen Raum steht. Aber erstens empfindet man es nicht als geschlossenen Raum, weil es eben so gigantisch ist. Nur nochmals dazu sagen, was die Größe angeht. Die Sahara hat etwa die geografische Größe der Vereinigten Staaten von Amerika. Also ist unvorstellbar groß und dann eben, wie gesagt, in ständiger Veränderung. Und das ist, glaube ich, schon hier auch bewusst von Heinz eingesetzt worden. Er nennt es ja auch eine Silberrotation, die ja nun selbst auch im Wortsinne sich dauernd bewegt. Und dass das Sand eben einerseits für den Ursprung dessen stand, was ihn fasziniert hat, andererseits aber eben auch für kontinuierliche Veränderungen. Marc hat ja seit seinen ersten Erfahrungen in der Sahara sich immer auch nicht nur dem Landschaftsraum, sondern auch seinen Bewohnerinnen genähert und auch den Austausch gesucht. Vor allem hat er die Grundlagen und Prinzipien der Kunst und Dichtung des sogenannten Orients immer wieder studiert und auch immer wieder den Austausch gesucht. Der Orient ist ja heute ein recht kritisch gesehener Begriff, aber wir verwenden ihn hier doch in künstlerisch-ästhetischer Hinsicht und kultureller Hinsicht. Und 1960 schuf er dann das Sahara-Relief aus Beton, hier für einen Neubau der Mathildenhochschule in Leverkusen. In welchem Verhältnis sehen Sie hier die Landschaft des Sandmeeres der Sahara und der Architektur im rheinischen Leverkusen? Wie sehen Sie da Resonanzen seiner Erfahrungen in der Wüste? Ja, das liegt auf der Hand für mich. Das ist ja unglaublich. 11 Meter hohe Skulptur, ein solches Wüstenmeer dorthin zu stellen, sozusagen ein vertikales Wüstenmeer, das, von dem man eben auch von Weitem sofort sieht, dass es vibriert, dass es je nach Lichteinfall, das ist ja darauf, natürlich hat Heinz Mack das auch angelegt, sich bewegt. Das ist doch ein schöneres Symbol für eine Schule, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Denn in einer Schule glaubt man eben ähnlich wie eben auch in der Wüste sozusagen ein großes, unabänderliches und unüberschaubares Themenfeld auf sich zukommen zu sehen. Und trotzdem verändert man sich, man lernt immer mehr, man steigt immer weiter auf, man weiß immer mehr. Sodass also das eine Extrem dessen, was sozusagen als unüberwindlicher, wie in der Wüste, unendlicher Wissensstoff zur Verfügung steht, auf der anderen Seite einen doch inspiriert, dass sich alles bewegt, eben auch wie in der Wüste, und dass man eine Chance hat, zu einer Orientierung, wenn man nur geduldig und klug vorgeht. Und das finde ich also nach wie vor eine der traurigsten Ergebnisse überhaupt von Skulptur in der Nachkriegszeit, dass dieses Relief, ich weiß gar nicht warum, demontiert wurde und nicht mehr existiert. Das ist wirklich eine Schande. Ja, Heinz Mack hat sich diesen Landschaften auch auf sehr experimentelle Weise genähert. Er hat das intensive, natürliche Licht zur Anschauung gebracht oder als Lichterfahrung sozusagen intensiviert mit den sogenannten Lichtinstrumenten, also unter anderem, wie wir hier sehen, 1968 während der Dreharbeiten zu dem Film Telemach, sind es Stelen, da hat er vorgefertigte Elemente aus der optischen Industrie verfremdet und seriell zu diesen hochaufragenden Stelen Markierungen zusammengesetzt und auch Spiegel hat er verwendet dort. Würden Sie sagen, dass man Heinz Mack durchaus als Künstlerforscher bezeichnen könnte? Das ist eine schöne Bezeichnung. Die würde er wahrscheinlich mit einem Schmunzeln akzeptieren und ich finde sie auch denn von Anfang an auch, der schon in den 50er Jahren, Sie haben das ja auch schön in Ihrer Frage beschrieben, war er immer neugierig auf die Benutzung, Entschuldigung, von neuen Materialien und den Einsatz von neuen Materialien. Denn seit Jahrhunderten sind die Künstler natürlich fasziniert von Licht und Farbe, weil jeder weiß, ohne Licht sähe man nichts. Und die Farben spielen natürlich eine unglaubliche Rolle. Wir kommen ja vielleicht darauf noch zu sprechen, dass eben auch diese Farbenlehre nachher
bei Heinz Mack ihn ganz wahnsinnig beeinflusst hat und ihn bis heute umtreibt. Aber Heinz ist auch von Anfang an interessiert gewesen am Experiment. Und deshalb ist das Künstlerforscher richtig, eine richtige Bezeichnung, etwa mit dem Kernforschungszentrum Jülich. Er ist ganz, als wir die Zero Foundation gegründet haben, war er ganz, drängelte sozusagen die ganze Zeit und sagte, wir müssen unbedingt eine Kooperation mit dem Kernforschungszentrum dort anfangen. Ich habe dann mit der Universität Düsseldorf eine Kooperation arrangieren können. Wir haben mit Pine ja die Kooperation mit dem berühmten MIT in Boston aufbauen können, sodass also die Forschung und Lehre und das über das eigentliche Künstlerische hinausgehende auch Materialverwendung und vieles von dem, was Wissenschaftler mit diesen Begrifflichkeiten anfangen, wie sie ihre Erkenntnisse vorantreiben, das fasziniert ihn bis heute und er versucht sich dort auch immer wieder produktiv einzubringen und das gelingt eben mit großartigem Erfolg und auf dieser Abbildung hier, auf diesem Foto sieht man das ja auch, dass das 1968, es ist da unglaublich, das sind über 50 Jahre her, in einer modernen Form, das hätte auch gestern arrangiert werden können. Ja, wenn man an diese Versuchsanordnungen in der Wüste oder aber auch im Ausstellungsraum denkt, dann spricht Heinz Mack immer wieder von künstlichen Gärten. Also damals schon im Sahara-Projekt hat er 13 Stationen entworfen in der Sahara, wo er in verschiedenen Konstellationen eben das Licht experimentell verstärkt oder zur Anschauung bringt als wirkliche Lichterscheinung im Raum. Und wir sehen hier die Arbeit Kleiner Urwald aus dem Jahr 1966. Hier verwendet er auch diese markanten Wabengitterstrukturen, die das Licht unglaublich stark auffächern und in den Raum zurückspiegeln. Man erinnert sich tatsächlich auch bei diesen Formen, wenn er das so auffächert, an künstliche Gärten. Er hat diese Strukturen auch als kleine Formationen oder größere Formationen in die Wüste gesetzt tatsächlich. Hier ist es eben ein Bild aus Metallstrukturen, der fast schon ein bisschen bühnenartig wirkt. Und man fühlt sich auch so ein bisschen an das Prinzip der Oase in der Sahara erinnert. Sehen Sie hier Zusammenhänge oder Parallelen bei Heinz Mack? Ja, natürlich hat ihn das beeinflusst, wenn man auch hier vielleicht durch diese Aluminiumfolie nicht unmittelbar an eine Oase in erster Linie denkt, sondern sich das eben als viel intensiver natürlich in der durchgängig braunen Wüste dann mit seinem wunderbaren Grün und dem plätschernden Wasser vorstellt, so hat er doch die Verfremdung, und das ist ja auch ganz bei der Bezeichnung ganz augenscheinlich bewusst eingesetzt, kleiner Urwald, hat er natürlich schon die Formen, die Vielfalt, die Veränderungen in unglaublicher Weise mit diesem starren Material hinbekommen. Denn er hat das ja, schauen Sie, die Formen selbst, dann die Bearbeitung. Also man hat schon mit ein bisschen Fantasie die Vorstellung, dass sich das bewegt. Also wenn man, je länger man hinguckt, das kann man schon als ein in sich geschlossenes Waldstück bezeichnen. Und Ähnliches gilt natürlich für die Oase bei den Wüstenbildern. Da gibt es ja auch entsprechende Arbeiten von ihm. Das ist ganz eindeutig, dass er das mitgenommen hat und versucht hat, mit diesem eher sperrigen, aber doch eher unglaublich passenden Materialien umzusetzen. Und auch hier wieder 1966. Das ist ja auch eine sehr, sehr frühe Arbeit von ihm.